Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Willkommen bei Fellner Live und wir bleiben beim Thema Ibiza-Video. Wir haben das Ganze ja gerade in einer großen Sondersendung mit Gerd Schmidt, dem Ibiza-Aufdecker, und dem Österreich-Reporter Karl Wendel noch einmal analysiert, die neuen Szenen. Und jetzt bei mir zu Gast im Studio ist wahrscheinlich einer, der es besser weiß als alle anderen. Der war nämlich live dabei, der ehemalige FPÖ-Klubobmann Johann Kudenus. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Herr Kudenus, ich würde gerne beginnen ganz generell. Es gibt jetzt diese neuen Szenen, die veröffentlicht wurden. Bisher waren die nicht veröffentlicht. Mhm. Gestern haben wir schon einen Teil veröffentlicht, heute wieder einen Teil. Wie beurteilen Sie denn das, was da jetzt veröffentlicht wird? Vor allem, ich glaube, Sie haben es ja auch zum ersten Mal als Video gesehen. Sie haben zwar dieses Transkript gelesen, das Protokoll, aber das Video haben Sie sich ja jetzt zum ersten Mal angeschaut eigentlich. Noch immer nicht. Nein, ich schaue mir jetzt die Sequenz an. Also diese Sequenz, ich darf mich da langsam vor. Man muss ja nicht dauernd in seinen eigenen Peinlichkeiten herumwühlen. Das ist ja auch Tempi Passati, aber natürlich jetzt wieder aktuell geworden. Und da sind wir schon beim Thema. Ich finde es mal einerseits sehr gut, dass dieser meiner Meinung nach größte, manipulativste Medienskandal der letzten Jahrzehnte aufgedeckt wurde, nämlich wo Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, aber auch in Österreich Falter und andere hier durch völlig einseitige manipulative Darstellungen versucht haben, ein Bild zu zeichnen, das im Endeffekt zum Rücktritt eines Vizekanzlers und als nebenbei meiner Person auch, geführt hat. Und jetzt durch das Erscheinen der neuen Passagen sieht, glaube ich, jeder, dass es ja wohl so schlimm nicht war. Erstens einmal war schon damals klar, vor ein paar Monaten, dass das Gesprochene strafrechtlich keine Konsequenzen hat. Ja? Außer so Sager wie die eine Glücksspielfirma zahlt alle, ist zwar ein Ermittlungsansatz auch bei anderen Bereichen, aber jetzt nicht im Bereich Strache um eine Person und bezüglich der Vereine. Ja. Wir kommen auch noch zu anderen Vereinen, nämlich der ÖVP. Das Zweite ist, dass die Wassersache völlig entkräftet wurde, nämlich genau das Gegenteil ist der Fall. Das sollte nie privatisiert werden. Im Gegenteil, wir werden noch darüber sprechen, glaube ich, sollte der Staat eben einen Profit daraus haben. Und vieles mehr. Das heißt, was ich damit sagen will, so Leute wie diese beiden Obermeiers ja, von der Süddeutschen, also vorher Ostern sage ich nur, sollten ihren Hut nehmen, auf die Straße gesetzt werden, weil sie sind eine Schande für den Journalismus. Im Endeffekt ist es ein enormer Vertrauensverlust auch für den Journalismus insgesamt, wenn es möglich ist, dass man sowas von unobjektiv und einseitig und manipulativ eine Sache entstellt, die dann im Endeffekt zur Zerrüttung und zum Zerfall einer Bundesregierung führen kann, wo wir jetzt endlich sehen, ich habe es schon vorher gewusst, klarerweise, dass es nicht so schlimm ist und im Gegenteil, vieles eben auch anders ist. Was sollen die Leute dann noch den Medieninhabern und Journalisten glauben, wenn das möglich aber ist? Aber Herr Kudenus, jetzt sagen Sie, es ist nicht so schlimm und es mag schon sein, strafrechtlich, und da sieht man auch, ist es anscheinend wirklich nicht relevant. Und es gibt viele Passagen in diesem Video, die haben wir auch gezeigt, wo Sie eben sagen, nein, keine Korruption etc. Aber es gibt eben auch jene Passagen, wo sehr bewusst darüber gesprochen wird, wie kann man den Rechnungshof umgehen, wie kann man spenden. Die werden ja nicht ungeschehen gemacht dadurch, das muss man schon auch sagen. Die gibt es ja nach wie vor, diese gezeigten Passagen. Also eine Reinwaschung ist es jetzt ja auch nicht. Reinwaschen, schauen Sie, es wurden Möglichkeiten aufgezeigt und eins stimmt schon, und da muss ich dem Herrn Strache recht geben, wie er das gestern auch argumentiert hat, eine Spende in einem Verein ist nicht illegal, und solange das Geld nicht in die Partei weiterfließt, und das ist war auch nicht so, das ist bitte geprüft worden von der Staatsanwaltschaft, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Das ist mal das eine, man kann einen Verein spenden wegen dem Vereinszweck. Was mich aber insgesamt aufregt, ist ein völlig verantwortungsloses Verhalten mancher Journalisten. Auch der Florian Klein vom Falter hat da mitgespielt in weiten Bereichen. Wir warten vergebens auf die Entschuldigung. Den Herrn Klein könnten Sie übrigens einmal Folgendes fragen. Warum war sein Schweigen so unüberhörbar laut beim Wirecard-Skandal? Da müsste doch der Herr Klenk der Erste gewesen sein, der da einhakt und sich ausbreitet zu Recht über die Wirecard-Skandale. Sie haben eine Vermutung, nehme ich auf. Naja, vielleicht, ich stelle mal die Frage in den Raum, liegt es daran, dass der Herr Armin Thunherr mit dem Herrn Markus Braun seit vielen Jahren befreundet ist und vielleicht es sogar Zuwendungen gab. In Klammer, es gilt die Unschuldsvermutung. Das wäre, glaube ich, im Sinne eines seriösen Journalismus, um mal hier nachzuschauen. Das können wir. Ja, also das behaupten Sie jetzt. Nein, ich habe Fragen gestellt. Ja, aber warum hat so ein
ein unüberhörbares, lautes Schweigen. Weiterleiten, vielleicht wird sich der Herr Klenke auf Twitter dazu äußern. Aber bleiben wir noch bei dem aktuellen Video. Sie haben jetzt scharfe Kritik auch geübt an der Süddeutschen Zeitung und auch am Spiegel, die waren ja auch beteiligt, und am Falter. Überlegen Sie sich eigentlich jetzt, nachdem eben das ganze Video veröffentlicht ist, rechtliche Schritte? Ich überlege mir das schon von Anfang an, und natürlich ist in Deutschland das etwas anders geartet. Man kann natürlich auch eine Klage in Österreich einbringen, weil ja beide Zeitungen auch einen Sitz in Wien haben. Ja, jetzt durch das Aufkommen überlege ich mir das schon, aber ich kenne die Transkripte ja schon länger. Mhm. Nicht wahr? Also seit, ich schätze mal, Sommer habe ich mir das durchgelesen, wie das von der Staatsanwaltschaft fertig war. Das überlege ich mir schon, aber auch sehr gut, weil bis jetzt habe ich immer nur Klagen eingebracht, wo ich mir sicher war, ich gewinne sie auch und habe keine Lust da vielleicht wegen Nuancen dann doch zu unterliegen, was dann doppelt peinlich ist. Das überlege ich mir sehr gut mit meinen Anwälten. Ist eine Option. Ja. Mhm. Bevor wir uns die Szenen anschauen, morgen sagt einer der Drahtzieher dieses Videos, den wir auch im Video mehrfach sehen, Julian H., der berühmte Ibiza-Detektiv im Untersuchungsausschuss, aus. Was erwarten Sie sich von seiner Aussage morgen? Schwer zu sagen. Er hat sich ja durch einen Schmäh in den deutschen U-Ausschuss Wirecard quasi hineingeschummelt, indem er behauptet hat, ich hätte irgendwas gesagt über Masalek und ein Treffen mit Masalek in Moskau, was nicht stimmt. Ja, Das stimmt nicht. Ja, also habe ich ihm sowas nie erzählt. Ich wüsste auch nicht, wieso, weil so ein Treffen gab es nicht mit Masalek in Moskau und schon gar nicht auf einer Yacht. Und das hat er behauptet. Und somit mit dieser Brücke hat er sich hineingeschummelt in den U-Ausschuss in Deutschland, ja, um halt da eine Bühne zu bekommen und vielleicht Mitleid zu erhaschen, damit er nicht abgeschoben oder ausgeliefert wird. Ist ihm auch nicht gelungen. Deswegen wird man sehen, wie er morgen drauf ist. Er kann sich natürlich in den meisten Sachen entschlagen. Das ist ein gutes Recht. Vielleicht ist er da und dort gesprächsfreudiger. Man wird es sehen. Glauben Sie, dass da irgendwelche neuen Details zu Hintermännern, zu Zahlungen bekannt werden? Oder erwarten Sie das eh nicht? Das wäre wünschenswert. Aber bisher war ja meines Wissens auch bei der Staatsanwaltschaft relativ zugeknöpft. Und vielleicht nützt das eine Öffentlichkeitsbühne für mehr Aussagen. Das wird man morgen sehen. Also das kann ich nicht beurteilen. Wäre sehr interessant. Es würde mich freuen, wenn er mehr Licht ins Dunkel kommt, im Sinne der Wahrheit. Herr Gutenius, ich würde sagen, schauen wir als erstes gleich einmal hinein. Wir haben das gestern schon gezeigt, diese Küchenszene. Wir schauen uns das jetzt gleich an, wo Sie mit der Oligarchin, mutmaßlichen Oligarchin oder falschen Oligarchin, in der Küche sprechen und anscheinend ja durchaus Zweifel haben an ihr oder ihrer Darstellung. Und da sind ein paar Fragen, die aufgeworfen sind, die ein HC Stache auch unterstellt hat gestern. Aber darüber sprechen wir gleich. Schauen wir uns zuerst noch einmal diese Szene an. Also das ist diese Szene in der Küche. Und Sie haben ja anscheinend Zweifel gehabt, weil Sie haben gesagt, Sie haben keinen Pass von ihr gesehen, Sie wissen eigentlich nicht, wer sie ist, sie kann man googeln, über sie weiß man nichts.
Was war da genau los bei diesem Küchengespräch? Naja, also waren ja dabei. Ich war dabei, aber der ganze Abend ist nicht so erinnerlich, da ich die Transkripte schon vor einigen Monaten gelesen habe, habe ich das irgendwie versucht zu rekonstruieren. Nummer eins, mir hat der berühmte, erfolgreiche Anwalt Mirfakrei aus der Singerstraße Ende Mai, glaube ich, oder irgendwann ihre Passkopie gezeigt aus dem Akt. Aber nur aus der Entfernung? Auf den Tisch gelegt und dann wieder genommen, mit der Bitte, das niemandem zu sagen, weil er aus Aktenstücken von Klienten mir nichts zeigen darf, aber ich wollte es einfach sehen, weil ich wollte wissen, ob das mit dem ich es zu tun habe. Gut, dann war trotzdem ausgemacht, dass bei einem der nächsten Treffen ich vielleicht den Pass von ihr gezeigt bekomme. Einfach nur, um auch Vertrauen zu schaffen, weil wir haben ja Gespräche geführt und dergleichen. Ich habe trotzdem Mirfakrei geglaubt. Ich habe keinen Grund gehabt, daran zu zweifeln. Trotzdem habe ich daran erinnert, dass sie mir vielleicht den Pass zeigen sollte. Und ich schließe diese Situation mehr darauf zurück, dass ich sie ein bisschen provozieren wollte auch. Ja. Und sie ist ja auch ein bisschen stutzig, das merkt man schon. Wie sie darauf ansprechen, da ist ja so ein bisschen... Merkt man anscheinend, ja. Also ich wollte sie anscheinend provozieren. Ja. Es war auch von Anfang an klar, aufgrund des Narrativs dieser Bande, dass sie aus der Öffentlichkeit relativ tief sich raushält und im Internet wahrscheinlich nichts zu finden ist. Ich habe sie dann einfach trotzdem angesprochen. Liegt vielleicht auch daran, dass Strache auch einzelmal während dem Abend diverse Zweifel geäußert hat und wie auch immer. Diese berühmte Fingernägel-Szene und so, ja. Genau. Jedenfalls habe ich dann im Anschluss, also erst einmal, wenn Strache erzählt, ich habe ihm davon nichts gesagt, das wage ich zu bezweifeln. Weil weil er sagt ja, also er hat gestern hier gesagt, sie haben ihn nicht informiert über dieses Gespräch. Gleichzeitig behauptet aber auch gestern, er hat einen Blackout gehabt und kann sich an vieles nicht erinnern. Naja, vielleicht kann er sich daran nicht erinnern. Ich habe auf jeden Fall in Absprache mit Strache nach Ibiza einen World Compliance Check gemacht. Das ist so ein eine Institution, wo man Leute abfragen kann bezüglich geschäftlicher Tätigkeiten und Schulden oder Compliance. Und da haben Sie die abgefragt? Oder abgefragt. Und da hat er Sie gebeten, das zu machen? Oder wie kam ich habe das war mein Vorschlag, ja, das habe ich auch gemacht. Okay. Weil Sie Zweifel hatten an der Darstellung. Zweifel, einfach, wir wollten einfach uns da auch vortasten im Sinne von, wer das ist, genau. Und es wurde immer wieder bekräftigt, dass es dann in Ordnung ist. Beim World Compliance Check ist das Ergebnis negativ rausgekommen. Das heißt, sie hat keine Probleme mit diversen Geschäften. Ja? Aber was ich nicht wusste damals ist, wenn man eine Person abfragt und es steht da negativ, kann es auch bedeuten, dass es die Person nicht gibt. Das hat mir auch keiner gesagt. Ja? Also das, okay. Daran hat auch keiner gedacht, ehrlich gesagt. Ja? Das war so. Ja? Gut, also das heißt negativ, das heißt, die Person hat geschäftlich keine gröberen Probleme. Okay, sie wollten eigentlich wissen, ob die irgendwelche krummen Geschäfte... Genau. Okay. Das ist die typische Geldwäschefrage, die auch oft unterstellt wurde, was ein völliger Humbug ist, weil ich meine, eine österreichische Bank oder auch ein österreichischer Anwalt kann nur Geld annehmen oder sich überweisen lassen, wenn er eine umfassende Wandellandungsprüfung macht. Jetzt unterstellt Ihnen der HC Strache ja, ohne dass er es direkt sagt, aber es steht zumindest der Vorwurf im Raum, Sie hätten Zweifel gehabt, Sie haben was darüber gewusst, Sie waren vielleicht sogar Mittäter, ja, oder nicht Mittäter, aber involviert in das Ganze. Das ist ja der Vorwurf, der da immer wieder so mitschwingt. Nicht nur seit gestern, muss man sagen, das ist ja seit Monaten oder Jahren eigentlich. Das ist ein sehr interessanter Vorwurf, weil zu sagen, ich hätte Zweifel gehabt und wäre Mittäter gewesen, ist einmal ein Widerspruch in sich. Und das Witzige ist, dass der verehrte Herr Strache sich ja nur überschlägt mit lauter widersprüchlichen Vorwürfen. Und ich bin, sage ich jetzt mal auch ganz offen, weil ich ja lange dazu geschwiegen habe, menschlich wirklich enttäuscht von der Person HC Strache, weil er nichts anderes tut seit Monaten. Und ich verstehe vielleicht seinen Frust, den ich wirklich auch verstehe, aber alle anderen anzuschütten und nur damit er selber als das Unschuldslamm und das Opfer dasteht. Und das ist ein Narrativ, ist eine geringe Wählerschaft, die er noch hat, von den 1 bis 1,2% vielleicht im Nachhinein. Und für etwaige Geldgeber, zu sagen, alle waren so gemein zu mir und ich wurde auch vom besten Freund hineingeritten und dergleichen. Das ärgert Sie, dass er Sie da immer wieder so... Naja, schauen Sie, das ist ja doch auch rufschädigend, weil ich genau weiß, dass er im Ausland auch bei diversen Kontakten vorstellig war. Ich natürlich das 50 Sekunden später erfahren hat, was er über mich und meine Frau erzählt. Und da geht es dann auch um meine Frau, wenn er gestern hier sitzt im Studio und sagt, na, da hätte alles passieren können, die hätten mich umbringen können oder Heroinspritze geben können. Und dann immer auch in seinem Narrativ so mitgehen lässt, dass meine Frau vielleicht involviert war und ich auch. Und dann seine Anhängerschaft das hört, dass wir ihn vielleicht, dass wir im Komplott beteiligt wären,
das vielleicht auch zu seinem Tod hätte führen können, absurderweise. Also Sie sagen, das ist absurd. Ne, Entschuldigung, ich meine, das ist ein schwerst rufschädigend erstens. Mhm. Und zweitens, wenn eine Frau bekommt Drohungen und dergleichen, dann dieses komische Narrativ zu sagen, seine Experten möchte ich sehen, und auch die vom Herrn Schmidt vom Express hätten festgestellt, sie spricht nicht originär Russisch. Schauen Sie, die Staatsanwaltschaft hat das wirklich das ganze Video geprüft. Und Sachverständige haben attestiert nach der Videoanalyse, dass die Frau akzentfreies Russisch spricht. Und einen anderen Eindruck hatten. Das war auch Ihre Wahrnehmung. Einen anderen Eindruck hatten wir auch nicht, weil es halt laufend wiederholt. Und auch Ihre Frau, weil die spricht genau, auch so gut. Genau, weil es war ja auch der Vorwurf, war ja so nach dem Motto, naja, sie spricht so, vielleicht mit einem gewissen Akzent, das hätte meiner Frau auffallen müssen, weil sie vom Balkan ist, weil die Unterstellung, sie ist vom Balkan, deswegen müsste sie irgendwie mit einer Frau zusammenhängen. Also lauter wirres Zeug, und ich bin wirklich enttäuscht, was hier eigentlich stattfindet. Ein letztklassiges Verhalten vom HC Strache. Also ich habe im Vergleich zu ihm nie meine politischen Grundsätze verlassen, ja, bin auch meiner politischen Heimat treu geblieben und bin jetzt sogar so treu geblieben, dass ich aus der Partei ausgetreten bin, um die Partei zu schützen. Ja. Und die Partei hat dann Herrn Strache monatelang unterstützt und trotzdem ist dann der Partei in den Rücken gefallen. Und das muss man auch den Leuten sagen. Und noch ein Satz, Herr Fellner. Warum kommt, ich begrüße es ja, dass diese Manipulation der Medien jetzt richtig gestellt wird. Ja. Aber warum kommt das genau jetzt? Wir haben die größten Skandale in der ÖVP. Der Fokus ist auf der ÖVP und jeder, der politisches Hirn hat, würde das weiter ausschlachten und in diesen Wunden weiter bohren. Zu Recht, weil was da passiert ist, das passt ja auf keine Kuhhaut, das Ibiza, ein Kindergeburtstag dagegen. Ja? Und jetzt kommt das Video, um davon abzulenken. Von einem Medium, wo der Chefredakteur vor einer Woche gesagt hat, er ist ein Anhänger von Sebastian Kurz. Ich rede vom Express jetzt. Ja. Mhm. Das wird nur abgelenkt von ÖVP-Skandalen. Aber dass die ÖVP naja, das Video veröffentlicht, ist schon ein bisschen weit. Nicht direkt, aber es sind natürlich diverse Mechanismen und Konnexe, die man auch verstehen muss. Ja. Und natürlich will Herr Strache, glaube ich, eher damit zusammen, dass morgen der Detektiv im Ruhestand ist. Das mag sein. Ja. Spielt auch mit, keine Frage. Aber noch ein weiterer Punkt ist, dass die FPÖ-Wählerschaft zumindest, oder die freiheitliche Wählerschaft, hat Strache Ibiza lange schon verziehen gehabt. Und trotzdem bohrt er immer nur auf Ibiza herum. Dabei gibt es ja zig Verfahren, die gegen ihn laufen. Das war auch der Grund, warum dann die FPÖ im Oktober 2019 so viel verloren hat, weil dieser Spesenbetrugsskandal aufgeflogen ist, wo er auch Beschuldigter ist und hier ziemlich viel auch zu erklären hat. Werden Sie eigentlich rechtlich gegen Heinz-Christian Strache vorgehen, aufgrund dieser Vorwürfe? Ganz ehrlich, ich sammle das natürlich, ich schaue mir das an, ja, aber ich bin jetzt schon aber so wenn es Ihnen zu viel wird, sagen Sie, dann reicht so es Ihnen auch. Ich habe so viel gerichtliche Verfahren auch aus Kläger laufen und brauche jetzt nicht lauter neue Baustellen, ehrlich gesagt. Ja. Noch ein Satz zum verehrten Herrn Strache. Ich habe von Anfang an ein Vier-Augen-Gespräch unter Freunden oder Klammer ehemaligen Freunden angeboten, wo er mir ins Gesicht hätte sagen können, wie schaut es denn aus, hat sie wirklich Russisch geredet oder warum, oder Beispiel die Visitkarte vom Hessentaler, wo er gestern was erzählt hat. Ich hätte seinen echten Namen gewusst, was auch nicht stimmt. Ja. Mhm. Das sagt er in den Medien, das sagt er im Ausland bei Kontakten. Den haben Sie nicht gewusst, weil er hat sich als Thaler dort vorgestellt Der Hessentaler hat sich bei mir als Thaler vorgestellt. Und nicht anders. Okay, das heißt, den vollen Namen haben Sie nicht gekriegt. So ist es. Und da rennt er rum, ohne mich damit zu konfrontieren. Ja? Mhm. Und die Möglichkeit habe ich ihm monatelang gegeben und irgendwann habe ich es aufgegeben. Er ist immer ausgewichen. Es gab einmal ein Gespräch im Beisein seines deutschen Anwalts. Da haben Sie mit ihm ein Vier-Augen-Gespräch geführt? Nein, es war ein Acht-Augen-Gespräch. Seine Frau, die Philippa Strache, war dabei und der Anwalt aus Berlin war dabei. Es ist für mich keine Aussprache unter Männern, noch dazu ehemaligen sehr guten Freunden. Oder, ja? Und das ist es eben nicht. Aber dann herumzulaufen mit diversen Behauptungen, die ich in einem Halbsatz sofort in der Minute entkräften kann, ja, was ich auch immer tue, wenn es notwendig ist. Aber er mir das nicht persönlich sagt. Das heißt, Sie sind wirklich enttäuscht. Sie sind etwas gekränkt, muss man sagen, von ihm, oder? Ich bin enttäuscht. Das ist eine menschliche Enttäuschung. Und ja, wie gesagt, die ganzen Schuldzuweisungen bis hin zu meiner Frau, was gegen meine Familie geht, das geht einfach zu weit. Das tut man nicht. Nur dann, um sich als Opferlamm zu präsentieren, als Unschuldslamm. Alle haben mich reingeritten, ich bin der einzige Unschuldige. Und das glauben halt so ein paar hundert Leute, die um ihn herum noch sich begeben, weil das halt anscheinend glaubwürdig rüberbringt. Aber mich hat er persönlich nie darauf angesprochen, auf keinen einzigen Punkt. Das hätte er tun können, ich hätte alles sofort entkräften können, sofort, in der Sekunde. Herr Gutenus, schauen wir jetzt noch einmal rein, und zwar noch in die nächste Passage. Da gibt es diese Passage, da geht es um Drogenkonsum und da greift er sich an die Nase, der Heinz-Christian Strache. Schauen wir uns das kurz an, das Video, bitte. Ja, willst du nicht,
ganz konkreten Programm. Ja, da gehen da sozusagen der Detektiv und die Dame raus. Oligarchin hinaus und der Strache macht anscheinend zu ihnen so quasi, die gehen da jetzt koksen. Die sind anscheinend öfter rausgegangen. Ja, wurden dort Drogen konsumiert, öffentlich, offen? Nein, sicherlich nicht, das ist ja bekannt. Und das ist ja wieder ein Punkt, was wir wieder bei der Süddeutschen Zeitung beim Herrn Klenk, wo er die ersten Tage oder Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Passagen dann der Glastisch gezeigt wurde, da gab es anscheinend eine Spiegelung und der Herr Klein kringelt ein. Also so, genau, da gibt's so, schaut ein bisschen aus wie ein Koksleib. Naja, und wie das Buch erschienen ist, stand eine Überschrift, kein Sex, keine Drogen. Ja? Ja. Aber erst 4 Monate später. Ja. Und das ist bitte unlauter, das ist höchst unseriös. Aber es wurden dort keine Drogen konsumiert von Ihnen und vom Strache. Nein, sicherlich nicht. Ne? Schauen wir rein in die heutigen Szenen, die wir heute veröffentlicht haben. Und zwar als erstes auf die Terrasse. Und zwar gibt es da eine Szene, wo über Spenden gesprochen wird. Es wurde anscheinend nicht nur drinnen über Spenden gesprochen, sondern auch draußen. Und da kommt da plötzlich ein neuer Name ins Spiel, abseits der bisher Bekannten. Und das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Jetzt zum Beispiel geht die ganze Partie rund um Porsche. Das ist bei Afterogas in sonst alle, die haben über 20 Millionen bereits für den Kurz in den Topf geworfen. Ja, das macht die Beziehung gegen das okay, ist jetzt mit den Mietvereinen. Also, die zahlen, die gehen in den Wahlkampf rein und hauen 20 Millionen rein, machen dann Hausnummer bei der Partei eine Überschreitung, melden durch den Regeln so von 20 Millionen. Zahlen der Steuer, also der Strafe. Bis 20 Millionen, das Strafe auch zahlen. Also da wurde draußen anscheinend ja auch schon über Spenden gesprochen, das war bevor Sie reingegangen sind. Da sagt der Strache 20 Millionen, hört sich absurd viel an, also kann es sich nicht nur auf Porsche beziehen, nehme an, da meint er die Gesamtsumme wahrscheinlich. Aber dieses Umgehungsthema des Rechnungshofs, das dürfte ja durchaus Thema gewesen sein, nicht nur drinnen, sondern anscheinend auch draußen. Das war, da waren wir noch nüchtern anscheinend sogar. Eben, ja, also da kann man sich nicht einmal auf den Alkohol aus. Nein, trotzdem kann mich jetzt konkret an das Gespräch nicht erinnern. Stimmt, Porsche fällt da als Name, der dann später nirgends mehr vorkommt. Ja, das haben Sie auch damals gehört, dieses Gerücht, dass die gespendet haben soll, die Familie Porsche. Also, oder wo kam das wie her? Wie wir jetzt hier wissen, aufgrund der neuen Ermittlungsakten aus dem Casino-Akt, wo ja ein 540 Seiten langer Bericht veröffentlicht wurde, auch über die Spende der ÖVP. Das Projekt Ballhausplatz ist ja bekannt. Das war noch während der Sebastian Kurz den Herrn Mitterlehner gemeuchelt hat und dann erfolgreich gemeuchelt hat und dann das nächste Ziel war, Bundeskanzler zu werden, wurden viele Spenden gesammelt oder auch zumindest der Versuch gestartet und sicherlich viele gesammelt. Die Summe kann ich nicht bestätigen. Zur Strache vielleicht einige Gerüchte gehört. Porsche kann ich auch nicht bestätigen, aber es gibt eine Spenderliste jetzt in diesen neuen Ermittlungsakten. Das ist ja alles für ein paar Wochen. Ja, aber da kommt Porsche nicht vor. Da kommt, glaube ich, Porsche nicht vor. Aber ich meine, so akribisch überprüft es auch nicht. Ist nur interessant, dass bei der Süddeutschen Zeitung plötzlich Porsche nicht mehr vorkommt und alle anderen schon. Mhm. Ja, lässt tief blicken. Aber dass die ÖVP Spenden im Groß, also wirklich generalstabsmäßig, strategisch Spenden gesammelt hat, um sich zuerst einmal zu entschulden und den Wahlkampf zu finanzieren, das Projekt Ballhausplatz, und dann noch viel mehr Geld ausgegeben hat, als legal möglich, und dann Strafe gezahlt hat, das ist ja das, was wir schon vorher festgestellt haben, ist nachher passiert, witzigerweise, das ist ja bekannt. Ja. Nächste Szene, die berühmte Wasserszene. Da wurde Ihnen ja unterstellt, Sie wollten das Wasser verscherbeln, hat man da immer gesagt, und das Wasser verkaufen in Ibiza. Und auch das stellt sich ein bisschen anders dar. Und schauen wir uns das jetzt einmal an. Wasser ist aus Weiße gekoppelt. Was heißt, wir sind auch dort. Nach Programm ist das auch nicht erwogen. Und neben der verfassungsrechtlichen Verankerung, das als Schutz für die Bevölkerung sicherzustellen, würde mir vorschweben, eine staatliche Struktur, wo du Wasser verkaufst. Wasser verkaufst. Ja. Wo natürlich der Produzent, der das macht, sein Geschäft macht. Aber der Staat auch. Ja, aber ist er der Ursprung, wie so viel Kreis rot ist? Unterschied, das ist schon vor 10 Jahren gesagt, dass wir es Leitung bekommen. Was ist für dich real? Wir sind die FDP und wir haben
это от меня, что вы уже этим занимаетесь долго, что вы возраст. Идея страха была, что вода... Но у вас не было такой идеи для меня, что вы измените закон, если есть натуральный закон... Он всегда сказал, что из этого надо изменить закон, да. Что будет возможность продать... Так что мы продать не, не имущество, но продукт. Да, продукт. Потому что это лучше, чем горе, и лучше, чем... Что надо продать или там идет аэропорт или дороги, а ваши это не работает, ваши это только насчет воды. Это единственное место в законе, где можно залезть. Ну, как это будет для вас легче подпринести публику? Das ist vorstellbar, aber eben immer nur unter der Bedingung, weil das ist genau das, wo die Österreicher besonders allergisch sind. Die sagen, unser Wasser zu verkaufen, das Wasser zu verkaufen, sind sie dann bereit, wenn ein Response zurückkommt. Ja, eben. Und wenn der Staat sozusagen Sozialwesen so weiter, seine Schulden abbaut. Ja, ja. Ja, richtig. Unter so einem Konstrukt. Ja. Ja. Das muss quasi eine. Also, ich frage Sie auch mal, das ist auch immer schon eigentlich ein Teil des Programms. Wir würden sozusagen die Quellen nie verkaufen. Ja? Das ist schon die Quelle. Genau. Wir wollen ja nicht. Unsere Idee war, und das ist das. Wir wollen das österreichische Wasser nicht privatisieren. Ja? Sondern wir wollen eine Struktur schaffen, wo wir das Wasser verkaufen, als Trinkwasser, wo der Staat eine Einnahme hat, genau. Und derjenige, der das betreibt, genauso eine Einnahme hat. Natürlich. So, und da kann man dann diskutieren, das muss verkaufbar sein. Der Staat nimmt jährlich mit einem Produzenten, der das macht und verkauft und das Management macht, das und das ein. Oder ist halt der Staat um so viel Prozent beteiligt. Ne? Das macht Sinn. Ein Investor, der hört dann sagt, oh, das macht ja. Der Staat ist Prozentualität eine Sperrminorität, das bekommt ja. Das muss aber auch gesetzlich geregelt werden, klarerweise, wie viel Anteil der Staat hält und Anteile der wie lange Lizenz ist. Heute, der so wie ich verstanden habe, die Gesetzeslage in Österreich so. Da gibt es solche Rechtsprinzipien, der World Bank etc. Es gibt ja schon Wahlen, es sind ja Drehen auch schon zur Nutzung weitergegeben worden, wo es Konzert ist. Das ist ja schon der Fall. Da reagieren die Österreicher irrsinnig verärgert. Das heißt, was wir nicht wollen, ist, dass wir so Quellen zur Verfügung haben. Sondern was wir wollen, das System, wo wir sagen, wir nehmen an, mit dem Investor, der vielleicht ein Geschäft machen kann, der ein Geschäft macht, aber der Staat macht auch. Wozu auch Perrier und Evian, wenn man das Beste aus dem österreichischen Grundwasser ist, weil sie der prinzipielle Punkt an der Geschichte ist, dass eine Geschichte hat ihre Geschichte, sondern der prinzipielle Punkt an der Geschichte ist, sie ist bereit, soweit ich es verstanden habe, wir müssen natürlich reden, aber soweit ich es verstanden habe, ist sie bereit, jeglichen Staatsauftrag entgegen zu nehmen, der halt in einem gewissen, irgendwie der Bauwirtschaft zu gewissen Überpreis oder gewissen Profitspannung. Ja. Das ist einfach im Prinzip das Grundwasser ist deswegen sexy, laut ihren Leuten, weil es ja gleich zwei Gesetze so gibt, weil es ja in allen anderen europäischen Ländern so ist. Die Bedingungen, diese Expertise schließt, die müssen wir nur Experten handeln können. Ja. Das gibt es da. Das ist sehr interessant. Ja. Das gibt es, das haben wir so. Das ist, wenn der Anwalt dann komplett Scheiß gehört hat, ist das so. Aber das Interessante dabei ist ja, ich habe nur das norwegische Modell, der norwegische Staat hat
hat mit seinem Erdöl das ja sehr geschickt gemacht. Er hat ja auch Investoren dazu geholt. Wie gesagt, der überwiegende Prozentsatz geht an den norwegischen Staat. Ja. Aber ein anderer Prozentsatz geht an den Betreiber. Ja, also das ist diese berühmte Wasserszene, die muss man ja auch sagen, nur in einer gekürzten Form bisher gezeigt wurde, wo ja doch, und das muss man zugutehalten, sehr deutlich, sowohl Sie als auch der Heinz-Christian Strache sagen, eine Privatisierung des Wassers kommt nicht in Frage. Strache sagt, da reagieren die Österreicher allergisch drauf und so steht sich anders da als bisher bekannt. Das ist wohl einer der Hauptpunkte, wo man sieht, wie manipulativ eben diese ursprünglichen Sequenzen vom 17. Mai 19 eben auch gemacht wurden. Das sieht eben genau das Gegenteil ist wahr. Und ich kann mich ja noch erinnern an die Welle der Empörung und des Entsetzens, wie es dann geheißen hat, Strache und Gudenus wollen Wasser privatisieren. Das kann es ja nicht sein. Ja? Das ist ja unmöglich, das haben wir nie gesagt. Das Gegenteil ist wahr, weil ich das Modell ja kenne. Ich konnte mich so damals nicht genau an diese Aussagen erinnern, aber ich kenne unser Modell, dass man eben zum Beispiel Norwegen hat Öl und sie haben einen Staatsfonds und die haben ein tolles Budget, weil sie halt die Öl verkaufen, aber sie würden nie die Quellen verkaufen. Ja? Wenn es so umgelegt auf Wasser, könnten wir das auch machen. Ich glaube, unser Budget könnte vor allem nach dieser Geldverschwendung der Türkisen aber auch prinzipiell eine Sanierung brauchen. Und das natürlich dann Einnahmen, wenn Wasser verkauft wird in Flaschen oder wie auch immer in Kontingenten, das Budget saniert werden und der Staat saniert werden. Das ist doch eine sehr gute Idee in Wirklichkeit. Und da wurde mehrmals explizit gesagt, nein, wir sind natürlich nicht für eine Privatisierung, sondern dagegen. Was dann aber schon auch gesagt wird von Seiten des Detektivs ist, der sagt dann, naja, wenn sie, also die Oligarchin, das macht, dann will sie da irgendwie einen Überpreis für den Staatsauftrag, also sprich, da will sie irgendwie abcashen. Und dann sagt der Strache aber schon, naja, machen wir da mal eine Expertise mit unseren Leuten und schauen wir das an. Also es wird dann auch nicht abgelehnt, muss man sagen. Ja. Die Frage ist, mit Überpreis gemeint ist. Ja, Überpreis also, verstehe ich darunter, dass man mehr verlangt, als üblich ist, oder? Naja, so würde ich Überpreis verstehen. Ich habe das jetzt eigentlich so verstanden, dass wenn der Überpreis dem Staat und dem Budget zugute kommt, dann ist es ja was Gutes. Es nennt sich auch Deckungsbeitrag, dass man halt dadurch einen Gewinn auch aus dem Verkauf hat. Das ist im Handel so, der Deckungsbeitrag. Also ich hätte das so verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist ein handelsüblich, der Handel funktioniert ja nur deswegen und er macht Geschäft, weil es einen Deckungsbeitrag gibt und dieser Deckungsbeitrag sollte dem Budget zugutekommen. Das ist mein Verständnis der Sache. Okay, schauen wir noch auf die berühmte Szene des Krone-Verkaufs, Krone-Kaufs. Das war ja eigentlich, muss man sagen, eines der Hauptthemen dieses Videos und auch da gibt es jetzt eine längere Passage, die zeigt, was da besprochen wurde und wie das besprochen wurde. Das schauen wir uns jetzt an. Das geht praktisch auch. Also offiziell wird es noch immer sicher.
Reise bekommt, sondern man hat vorher schon die Kontrolle. Das ist der Punkt, ist eben da, dass man innerhalb dieses Ampelsystems, und da braucht man aber damit aber neue Leute, dass man sagt, okay, gut, wer hat gewünscht, wer ist gewünscht, man kann es halt rausgeben, aber man kann sie quasi auf Abstellwerk schicken. Man sagt dann halt, okay, ich zahle weiter, das passt schon. Das kann man dann aber gar kein Problem, dann ist man so gut beschert. Ja, also praktisch, was, wenn das funktioniert, braucht man nicht. Aber da hat er schon gesagt, das ist einer der Besten, das gibt. Den habe ich die Woche telefoniert. Wirklich. Besten Journalisten, die ich alle habe. Wenn das Messer angesehen wird, dann hat man das immer dazu kritisch geschrieben. Was hat auch den größten Lesersack. Also du kannst ja heute bei der Krone genauso, dass ihr online arbeitet, in unserem Zeitungssektor und im Online-Sektor können schauen, welcher Journalist hat die meisten Leser. Also da wurde ja eigentlich sehr ausführlich über dieses Krone-Thema gesprochen, weil es ja immer wieder hieß, das wurde nicht so im Detail besprochen, aber da sagt ja sogar der Detektiv, einerseits stellt er dar, dass es diese Kaufoption gibt, dass das schon sehr weit gediehen ist, und dann spricht er da von diesem Ampelsystem die ganze Zeit. Wahrscheinlich schon die Corona-Krise vorweggenommen. Ja, anscheinend ein bisschen. Ja. Sie waren da ja, glaube ich, gar nicht involviert in das Gespräch, weil man hört, Sie reden da anscheinend Russisch. Parallel dazu, aber dieses Krone-Thema war anscheinend schon auch sehr ein großes an diesem Abend. Ja, mit Sicherheit, ja, keine Frage. Das war ja von Anfang auch klar, dass das Corona-Thema interessant ist. Ja. Das natürlich auch für eine Partei interessant ist. Und wir wissen, wie interessant Medien sein können. Wir wissen auch, dass hier einiges geschwafelt wurde. Sie haben gesehen, am Tisch stehen immer mehr Flaschen. Rundherum sitzen auch ein paar. Also das war schon eine relativ fortgeschrittene Zeit. Natürlich hat man da viel geschwafelt, aber das, was da geschwafelt wurde, haben andere umgesetzt. Weil aber es hätte Sie auch gereizt als FPÖ oder beziehungsweise Sie und den Strache, da die Krone zu übernehmen, indirekt mit der Oligarchin. Das sind mal Gedankenspiele, die natürlich auch im Rahmen des rechtlich Möglichen sind. Das ist ja nicht verboten, darüber nachzudenken. Gemacht hat zwei andere, nämlich ein Interviews. Sie werfen es vor, dass es sozusagen die ÖVP über den Benko dann gemacht hat. Vielleicht hat die ÖVP da mitgehört, ich weiß es nicht. Ich halte alles für möglich mittlerweile. Witzigerweise waren wir in derselben Woche, einen Tag davor oder danach, hat mich Strache mitgenommen auf das Boot eines Großinvestors. Der dann später die Krone gekauft oder Teile der Krone gekauft hat. Wie auch immer. Ja, also, aber ja. Und ja, das wurde dann anscheinend besprochen. Sie haben gemerkt, dass ich da gerade mit der Dame im Hintergrund rede. Aber natürlich, das Corona-Zeitungsthema ist sehr interessant. Wenn wir jetzt auch wieder die neuesten Veröffentlichungen in der aktuellen Politik anschauen und dann drauf kommen, wie die Kurzpartei mit Journalisten umgeht und dass im Kurier oder nicht nur im Kurier, aber auch bei anderen extrem stark interveniert wurde, wo es auch jetzt eine kleine Journalistenrevolte gegeben hat oder eine Anzeige gegen Sebastian Kurz bezüglich Interventionen und dergleichen oder Aussagen bei diversen Institutionen. Also sieht man schon, dass hier schon ein gewaltiges Machtsystem unterwegs ist, von dem wir als FPÖ damals und auch während der Regierung meilenweit von den Möglichkeiten entfernt waren. Nicht einmal ein Ansatzweise. Also wir konnten vielleicht fantasieren. Aber sie hätten sich irgendwie gewohnt. Im Walter Red Bull Rausch kann man, das wird man wohl fantasieren dürfen, wenn man ja, eigentlich glaubt, man ist in einer privaten Runde. Man tut es ja eh nicht, man hätte es auch nicht tun können. Gemacht hat es die, haben es halt diverse Freunde von Sebastian Kurz. Und das ist Faktum. Ja. Abschließend noch, wenn Sie jetzt so diese Szenen sehen, wie gesagt, Sie haben es ja bisher nur gelesen, jetzt sehen Sie das, was denken Sie sich da so? Wie gesagt, ich habe immer Angst gehabt, ehrlich gesagt, mir das anzuschauen, deswegen habe ich das Video auch nicht angefordert, obwohl ich es genauso wie Strache hätte tun können, als Opfer und Zeuge in dem Verfahren. Ja, was ich jetzt gesehen habe, ist eh halb so schlimm, ehrlich gesagt, aber trotzdem, peinlich ist, bleibt es allemal. Ja, das ist ja unbestritten. Trotzdem, Ibiza bleibt ein betrunkenes Geschwafel, während andere real zehnmal mehr umsetzen, was wir damals geschwafelt haben, aber wirklich real umsetzen. Und das erleben wir gerade jetzt im Casino-Verfahren, bei den Auswertungen der. Also Sie sagen, Sie haben darüber geschwafelt, besoffen, ja, und die ÖVP hat es umgesetzt. Ja, aber die noch viel mehr umgesetzt. Ich meine, dass die Staatsbeteiligungsverwaltungsfirma, die ÖBAG, maßgeschneidert wurde von einer Person für eine Person, ein Intimus von Herrn Kurz. Wobei, ein Vorstand, da muss ich schon auf Vorstand 27 Milliarden nachhaken, Herr Gutenus, weil das jetzt so immer im Raum steht und die FPÖ das immer der ÖVP unterschiebt. Sie können mir doch nicht allen Ernstes einreden, dass Sie und auch der Strache da nicht informiert waren, dass da an dieser ÖBAG gearbeitet wird. Sie sind mit denen in einer Regierung gesessen. Das ist oder?
oder haben sie permanent abgestimmt? Also Sie müssen das ja mitgekriegt haben, dass der Thomas Schmid-Öberg Vorstand wird. Ich selber war da nicht so involviert, weil Sie wissen, ich war nicht in der Steuerungsgruppe und auch nicht bei den, also bei den höchsten Gremien der Regierungsgespräche, also bei Verhandlungen nachher auch nicht dabei. Ich war zur Glück, ob man das stimmt, bin immer relativ schnell von Wien in den Bund gewechselt, das war eine spontane Entscheidung. Aber abgestimmt eigentlich wurde es dann ja im Parlament. Auf Anraten von Strache, was er jetzt wieder bestreitet, hat gemeint, das habe ich habe mich aufgedrängt, sowas auch wieder nicht. Aber gut, schauen Sie, das war eine Sphäre, die der ÖVP zugestanden ist, nämlich das Finanzministerium, während andere Sphären, wie zum Beispiel Verkehrsministerium, Norbert Hofer, somit die FPÖ, mehr die Umsetzungsmöglichkeit in welche Form auch immer hatte. Ja. Und diese ÖBAG, die neue Form der Staatsbeteiligungsholding oder AG, war eine reine ÖVP-Domäne. Aber natürlich wird es da auch da und dort einen Abgleich gegeben haben. Aber also dass der Thomas Schmid das werden soll, das haben Sie schon mitgekriegt, oder? Ich kann mich jetzt nicht ehrlich gesagt erinnern. Das werden die auch nicht jetzt laufend herumposaunt haben. Aber was man jetzt sieht, dass hier irgendwie maßgeschneidert er sich selbst mit einer hundertprozentigen Deckung von Sebastian Kurz, da kannst du eh alles haben, Bussi, ja, sich das für sich maßgeschneidert hat und sich die Leute aus der Wirtschaft, sogar ÖVP-affine Wirtschaftsbosse, zu mir gekommen sind und gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass man 27 Milliarden, damals war es weniger wert, aber gut, also sehr viel Geld, mehrere zig Milliarden verwaltet und nur ein Vorstand ist, ohne Abgleich, ohne Check. Aber da war ja der Arnold Schäfer zum Beispiel von der FPÖ massiv involviert, das sieht man auch in den Chatprotokollen, der das mit ihm verhandelt hat. Müssen Sie ihn fragen. Ja. Gut, Herr Gutenus, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie da zur Verfügung gestanden sind. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück. Dann ist gleich der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr bei mir zu Gast und mit dem spreche ich über die Lockdown-Verlängerung. War die wirklich notwendig angesichts der Zahlen und vor allem auch, war es notwendig, die Schulen jetzt noch eine Woche weiter zu schließen? Die bleiben ja jetzt im Distance Learning, zumindest bis 18. April. Und wie geht das eigentlich mit der Neos-Parteilinie überein, denn die Bundespartei fordert ja vehement ein Öffnen der Schulen. In Wien werden die Schulen geschlossen gehalten. Wie passt das zusammen? Darüber spreche ich gleich mit Christoph Wiederkehr nach einer ganz kurzen Pause.